Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben aktuell eine Zeit, die für Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent entscheidend ist. Eine Zeit, in der wir für unsere Werte eintreten müssen. Eine Zeit, in der markige Sprüche gut klingen, aber Steilvorlagen für heftigste Konsequenzen sein könnten. Das ist alles andere als eine einfache politische Zeit, denn es ist schwer, es nicht als Drohung zu verstehen, wenn sich über 100.000 Soldaten mit Panzern und Geschützen ohne nachvollziehbare Gründe in der Nähe der Ukraine versammeln und in Belarus weitere Truppen zusammengezogen werden. Und die russische Regierung hat uns mit Forderungen nach sogenannten Sicherheitsgarantien konfrontiert, die mit der Europäischen Sicherheitsordnung nicht vereinbar sind. Die Bundesregierung reagiert darauf geschlossen und entschlossen. Und ehrlich gesagt nicht, was uns gerade so einfällt, sondern natürlich in enger Abstimmung gemeinsam mit unseren EU-Partnern, unseren NATO-Partnern im Rahmen der G7. Und da haben wir klipp und klar deutlich gemacht, dass ein erneutes militärisches Vorgehen gegen die Ukraine massive Konsequenzen für Russland hätte. Auf dieser Basis arbeiten wir an einem starken Sanktionspaket. Bei neuer Aggression steht die Bandbreite unserer Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2. Ja, wir wollen jederzeit Dialog. Aber es braucht angesichts der aktuellen Lage auch Härte, die unmissverständlich deutlich macht, die souveräne Gleichheit von Staaten und die Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung sind nicht verhandelbar. Diese Haltung vertreten wir geschlossen, und zwar transatlantisch und europäisch. In den vergangenen Wochen ist kein einziger Tag vergangen, an dem ich nicht mit den Amtskolleginnen und Amtskollegen aus der EU und aus der NATO gesprochen habe, in zahlreichen Telefonaten und persönlichen Treffen. Dabei hatte ich genauso wie der Bundeskanzler zwei Botschaften. Unsere Einigkeit ist unsere stärkste Waffe, wenn man dieses Wort überhaupt gebrauchen möchte. Und ja, das kann man ganz offen sagen. Unsere Rollen sind dabei nicht komplett identisch. Wir haben unterschiedliche Rollen zwischen unterschiedlichen Ländern. Länder wie Polen und Litauen übernehmen eine andere Rolle als Länder wie Italien, Frankreich und eben auch Deutschland. Und zwar aus guten Gründen. Denn unsere Stärke in diesem Bündnis ist doch gerade, dass wir eine klare gemeinsame Haltung haben und zugleich unsere Stärke in unterschiedlichen Rollen entsprechend einsetzen. Um mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen aus dem Sport. In einem Team braucht es keine 11 Mittelstürmerinnen, die alle dasselbe machen, sondern 11 Spielerinnen, die gut miteinander können und die vor allen Dingen den gleichen gemeinsamen Spielplan im Kopf haben. Und unsere besondere Rolle ist dabei als Deutschland, als eines der stärksten Wirtschafts- und Industrienationen der Welt und führende Rolle in Europa. Deutschland ist seit Jahren der größte Geber in der Ukraine, über den IWF, über die EU und bilateral. Aktuell arbeiten wir daran, 150 Millionen Euro aus einem ungebundenen Finanzkredit möglichst schnell an die Ukraine auszuzahlen. Wir arbeiten natürlich bei der Impfstoffversorgung, im Energiesektor und bei den Reformprozessen im Land gemeinsam mit unseren Partnern zusammen. Und wir haben gemeinsam mit Frankreich, und es war in den letzten Jahren nicht immer einfach, dafür gesorgt, dass wir als Europäerinnen und Europäer und gerade in diesem Moment bei den Sanktionen ganz eng beieinander bleiben. Und Deutschland, das braucht man gar nicht so wegzuwischen, Deutschland unterstützt die Ukraine auch militärisch. Und zwar, und das möchte ich auch einmal deutlich sagen an dieser Stelle, auf ukrainischen Wunsch liefern wir jetzt Schutzhelme. Auch das hat sich Frau Lambrecht nicht einfach ausgedacht, sondern das war der besondere Wunsch, dem wir hier jetzt nachkommen. Das Gleiche gilt für Schutzbunker bei Odessa. Da gab es den Anruf vor ein paar Tagen, dass wir bitte unterstützen wollen, diese wieder instand zu setzen. Und morgen, weil wir direkt handeln, wird eine erste Erkundungsreise dahin stattfinden. Ukrainische Offiziere haben an der militärischen Ausbildungshilfe des Bundesverteidigungsministeriums teilgenommen. Deutsche Unterstützung für die Ukraine im Rahmen des NATO-Treuhandfonds beträgt mehr als 8 Millionen Euro seit 2014.
Auch, und das wird gerade vorbereitet, in der EU planen wir jetzt gemeinsam mit den anderen europäischen Partnern eine Ausbildungsunterstützung für die Ukraine. Im NATO-Bündnis, aber hier ist es wichtig, dass wir das unterscheiden zwischen der Unterstützung der Ukraine und im NATO-Bündnis, ist Deutschland seit 2014 eine der Leitnationen in der vorne Präsenz im Baltikum. Genauso stehen wir auch heute zu unserer Verantwortung im Bündnis, dass wir in diesem Jahr wieder mit der Beteiligung an der NATO Air Policing Force in Rumänien und im Baltikum aktiv sind. Meine Damen und Herren, auch darüber diskutieren wir heute sehr offen, weil das ist ja Sinn und Zweck einer parlamentarischen Debatte. Nun fordern einige, diesen Kurs zu verlassen und jetzt akut Waffen zu liefern. Natürlich, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, muss man in schwierigen Situationen sein Handeln immer wieder auch selbstkritisch reflektieren. Aber ich sage hier auch sehr klar und deutlich, da ich ja nicht nur Chefdiplomatin unseres Landes bin, sondern auch Politikerin, eine Pressemitteilung ist schnell geschrieben. Aber seinen außenpolitischen Kurs einfach mal so um 180 Grad zu drehen, wo gerade noch, das sage ich auch an die Unionsfraktion, im Sommer eine andere Entscheidung getroffen worden ist, das sollte man schon bei vollem Bewusstsein tun. Und vor allen Dingen damit nicht Türen für Deeskalation verschließen, die sich gerade in diesem Moment so zaghaft wieder öffnen. Und ich war ja in der letzten Woche bewusst vor Ort, um darüber zu sprechen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Und Präsident Zelensky hat gestern noch mal deutlich gemacht, wie wichtig für ihn Minsk ist, dass er ein baldiges Gipfeltreffen dringend sich wünscht und dass es Fortschritte im Verhandlungsprozess braucht. Und das hat für diese Bundesregierung jetzt absolut oberste Priorität. Gestern hat deswegen zum ersten Mal seit langem, und auch das ist keine Selbstverständlichkeit, wieder ein physisches Beratertreffen im Normandie-Format stattgefunden. Wir haben über 8 Stunden lang dort verhandelt. Ob da was bei rauskommt, wir wissen es nicht. Niemand kann das in dieser Zeit hundertprozentig sagen. Aber wer redet, der schießt nicht. Daher ist es fatal, die Wiederaufnahme von Dialog jetzt einfach so abzutun. Und warum? Weil seit 2 Jahren die Menschen im Donbass in dieser Pandemie noch mal ganz besonders leiden. Und das Minsker Abkommen, das dreht sich ja gerade darum, den Menschen in der Region, die zum Teil, als ich da war, hat eine Botschaftsmitarbeiterin gesagt, ich bin immer mal wieder hingefahren, um meine kranke Oma zu sehen. Aber seitdem ich jetzt ein kleines Baby habe, mache ich das nicht mehr. Was ist, wenn ich nicht mehr zurückkomme? Das sind die Lebensschicksale, um die es hier geht. Das ist die Alltagssituation für viele, viele Tausende von Menschen. Und deswegen ist das Minsker Abkommen so entscheidend. Wir werden daher, und ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, wir werden daher, mein französischer Amtskollege Le Drian und ich, übernächste Woche wieder in die Ukraine, auch an die Kontaktlinie reisen, um gerade auch die intensiven Bemühungen der OSZE an dieser Stelle zu unterstützen. Und ich sage sehr, sehr deutlich, das, was wir gerade tun, wirtschaftlich in der Zusammenarbeit, das ist essentiell in dieser Situation. Wir müssen in diesem Moment die Ukraine gerade wirtschaftlich und finanziell stärken. Denn im 21. Jahrhundert, da bedroht man nicht nur mit Kanonen, sondern wir haben doch in der Pandemie gesehen, was passiert, wenn Lieferketten ausfallen. Und deswegen habe ich ganz bewusst entschieden, dass wir nicht unser Botschaftspersonal reduzieren, sondern dass wir die Ukraine dadurch unterstützen, dass wir präsent sind, dass wir investieren, dass Diplomatie absoluten Vorrang hat und dass wir gemeinsam für die Sicherheit der Ukraine und in ganz Europa eintreten. Herzlichen Dank.